meine Damen und Herren, heute live und direkt für Sie aus dem Bonn-Gymnasium. Unsere beiden Moderatoren Toni und Jakobine. Na, heute ist heute auf spannende 1,5 Stunden glasklare Sportberichterstattung. Eine mit sportlichen Höhepunkten gespickte Woche liegt hinter uns. Höchste Zeit, diese noch einmal Revue passieren zu lassen. Heute bei uns starten wird der legendäre Gast aus dem Motorsport. Und auch diese Woche wieder tolle Preise zu gewinnen bei uns. Die Vergleichskämpfe im Sechserdampfer des Herrendampfverbands im Brust- und Rückendampfen endeten ausgeglichen. Extremsport. Einmal Sprintmarathon in Grünstadt. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen musste der amtierende russische Weltrekordhalter Van de Buit kurz vor Ende Abreise machen und verstrickte sich in nebulöse Aussagen. Meine Damen und Herren, auch eine erschütternde Nachricht ereilt uns heute. Bernd Dreher konnte im Strecken einen grauenhaften Rekord zu Buche schlagen. Der Vollstrecker bescherte der Sportgeschichte einen wahrlich schwarzen Abgang. Nun aber zu erfreulicherem, zu unserem Live-Bericht vom Smokeboxen, vom Dampfer der Queen Elizabeth. Jakobine, bitte! Nach 53 Stunden musste das Match unterbrochen werden, da ein Haken in der Außenwand festgestellt wurde. Die Verantwortlichen konnten noch keine Prognosen wagen. Doch abseits des Spielfeldes spielte sich Unglaubliches ab. Ein Freizeitsportler hat in allerletzten... Nur meine Damen und Herren, ja, da vor einer 5. Siedlung, so, liebe Zuschauer, diese Frage dürfte für Sie wirklich nicht allzu schwer zu beantworten sein. Denken Sie an die tollen Preise und rufen Sie an. Wir kommen jetzt zu unserem Studiogast, der Motorsportlegende. Er kommt direkt vom Mofa aufs Sofa. Unser lieber Notar, Lothar Gothe. Regie ist noch ein bisschen Brot da. Lothar, ich darf du sagen. Schön, dass du bei uns bist. Zur Motorsportlegende bist du dadurch geworden, dass du körperlich als auch physisch stets über deine Grenzen hinausgeschritten bist. Verrat uns dein Geheimnis. Danke. Danke. Meine Damen und Herren, das war Sport. Wir lebt und lebt. Eine Sportlegende. Bleiben Sie sportlich bis zur nächsten Woche. Auf wieder Sport. Und tschüss. Na, das ist ja nicht mehr so.